Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um die Lackierung von der Kugelkopfschraube. Die würde ich gerne in Rahmenfarbe haben, weil ich finde, das sieht optisch dann doch ein bisschen besser aus. Und zwar machen wir das heute mit einer Airbrush-Pistole. Ich zeige euch mal, wie so ein Ding funktioniert und ja, was es mehr oder weniger für den mit der Lackmischung zu beachten gibt und gebe euch einfach mal eine kleine Einführung. Also ich bin ja selber kein Lackierer und habe mir das auch mehr oder weniger selber beigebracht. Und das ist eine ganz normale, was heißt ganz normale, das ist eine ganz billige Airbrush-Pistole aus dem Versandhandel, Amazon, darf man ja mal sagen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die hat 25 Euro gekostet oder so. Aber ich finde, die macht eigentlich einen ganz guten Job. Und ich werde euch das gleich mal zeigen, wie das Ding funktioniert, wie man das anschließt und wie man damit auch arbeitet. Und ich habe hier noch einen Schluck Originallack, schon ziemlich gebraucht, viel ist nicht mehr. Das ist die Farbe RAL 9006, ist Zwei-Komponenten-Farbe, also richtige Lackierfarbe. Dann haben wir Klarlack, Zwei-Komponenten-Klarlack. Dann brauchen wir noch Zwei-Komponenten-Verdünnung natürlich, um das Zeug flüssig zu kriegen oder uns damit so eine Konsistenz zu machen, womit man denn arbeiten kann, weil Farbe sollte nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein. Und natürlich der Herder. Warum die Firma Miba? Ich hatte damals, wo ich meine MZ restauriert hatte, mal geschaut nach ja, Zwei-Komponentensysteme, weil ja, wie sagt man, wie heißen die Dinger? Weil Spraydosen sind zwar ganz okay, aber wenn man jetzt ein halbes Motorrad nur mit Spraydosen lackiert, ist das schon, so wie ich finde, eine sportliche Aufgabe, beziehungsweise man hat ja das Problem, dass das Zeug so ewig lange braucht, um zu trocknen. Vor allen Dingen, was ich mitgekriegt habe, also meine Simson war damals, wo ich so vor knapp 10 Jahren aufgebaut habe, mal mit Spraydose lackiert und wo ich dann alles in 2K lackiert hatte, habe ich auch festgestellt, dass der Zwei-Komponenten-Lack viel härter ist. Also der macht viel mehr mit und vor allen Dingen, es ist nur ein Bruchteil an Zeit, was man braucht, um das zu lackieren, weil es halt so unheimlich schnell trocknet. So, und dann würde ich sagen, bereiten wir uns das mal vor. Ich erkläre dann gleich noch ein paar Sachen dazu. Als erstes würde ich sagen, schließen wir uns die Pistole an. Das ist ein kleiner Kompressor. Der läuft mehr oder weniger permanent mit, also der baut zwar einen gewissen Druck auf, aber sofern man denn sprüht, pumpt er natürlich gleich wieder nach. Also er hat kein Speicherbehälter sozusagen. Das ist eine Art wie Filter, beziehungsweise auch eine Art primitiver, sage ich jetzt mal, Wasserabscheider, um die Umgebungsluft ein bisschen ja, mehr oder weniger trocken zu kriegen. Also ich sag mehr oder weniger, also es für die Sachen, die wir hier machen, reicht es auf jeden Fall für den Hobbybereich. So, den klemmt man dann an den Kompressor an. Als zweites schraubt man dann einfach die Pistole drauf. Dann gibt es das Netzteil. So, den steckt man hier rein, dann piept das Gerät und dann braucht man den nur anschalten. So, wie funktioniert eine Airbrush-Pistole? Wir haben hier unseren Behälter, wo die Flüssigkeit reinkommt, beziehungsweise wo die Farbe reinkommt. Und dann wird Luftdruck durch den Schlauch in die Pistole gedrückt, die dann quasi
hier durch gedrückt wird und dann vorne aus der Düse oder mit der Düse, also aus der Düse rausgedrückt wird und dann zerstäubt wird. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie beim Vergaser mit einer Nadel. Hier ist so eine kleine Nadel drin. Und jetzt muss ich. Ja, jetzt geht's. Und dadurch wird die Farbe halt rausgedrückt. Das ist der Steuerhebel sozusagen. Die Intensität, wie viel Farbe rein rauskommt, beziehungsweise wie viel Farbe rausgedrückt wird, regelt man, indem man den ganz langsam nach hinten zieht und den Druck selber regelt man denn, indem man den runterdrückt. Also sprich, wenn man runterdrückt, fängt er an zu sprühen und jetzt kommt relativ wenig raus. Und wenn man den dann zurückzieht, geht die Nadel auch rein, umso mehr Farbe kommt dann raus. Also so, man kann den reindrücken zum Beispiel komplett, da kommt relativ wenig Farbe, zieht man den dann, drückt man den dann rein und zieht den noch zurück, dann kommt natürlich alles raus, was die Pistole leisten kann. Und so kann man dann ganz vorsichtig die Farbintensität und natürlich auch den Druck regeln. Im Prinzip eigentlich relativ einfach, also ich habe schon ein paar Mal damit gearbeitet und ich selber finde es eigentlich gar nicht so schwer, weil man halt wirklich, Voraussetzung ist natürlich ein relativ ruhiger Zeigefinger und wenn man den hat, kann man den Druck bzw. die Farbe wirklich ganz vorsichtig regeln. Man kann dann wirklich gucken, dass nur ein bisschen rauskommt oder halt relativ viel. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Zum Mischen, damit es schneller geht, habe ich mir jetzt einfach hier so eine Kunststoff-Schnapsgläser geholt. In dem einen habe ich schon Grundierung drin, ohne Härter. Dann brauchen wir Klarlack. Oh, ist schon eine Weile nicht benutzt worden hier. Machen wir einen Schluck Klarlack rein. Ihr seht, der Klarlack ist auch relativ dickflüssig. Deswegen brauchen wir auch unbedingt noch diese Verdünnung. Die zwei Komponenten Verdünnung. So, das ist dann der Klarlack. Muss ich mir das mal aufschreiben, nicht, dass ich das noch verwechsel hier. Dann brauchen wir noch den Härter. Und die Verdünnung, die machen wir jetzt nicht direkt in diese Kunststoffbehälter. Diese Kunststoffbecherchen, weil das Zeug ist ziemlich aggressiv, beziehungsweise der löst die Becher irgendwann einfach auf. So, aber man kann ja schon mal aufmachen. So. Und am besten an einem gut belüfteten Ort verwenden. Also das Zeug stinkt nach Chemie, das ist nicht mehr feierlich. Also für eine Hobbywerkstatt bzw. wenn ihr eine Garage habt, Fenster aufmachen, das schön Durchzug ist bzw. ja, oder am besten halt natürlich eine Maske auf, alles vorbereiten, lackieren, rausgehen, warten bis es trocknet und dann gegebenenfalls, wenn ihr einen Kompressor oder einen Schlauch hat, draußen auf dem Hof denn oder vor der Tür die Pistole dann halt sauber machen, um einfach aus den Dämpfe zu kommen. Weil es ist eine ganz andere Geschichte, als mit einer Spraydose zu lackieren. Ich mache hier mein Kellerchen auch gleich erstmal das Fenster auf.
So, ach so, und natürlich unsere Farbe. Ich habe mir dazu aus der Apotheke so Mundspatel geholt. Das sind 100 Stück drin und kosten, weiß nicht, ich glaube 10 Euro oder was die ganze Packung gekostet hat. Und ja, das ist halt echt gestickt. Die Dinger sind wirklich stabil. Man kann dann die Farbe hier vernünftig umrühren. Muss dann nicht jedes Mal einen Schraubendreher versauen, weil, ja, wir kennen das nicht. Man sucht schnell was zum Umrühren. Ach komm, nimmst einen Schraubendreher oder irgendwas anderes. So. Das zeige ich hier rein. Allzu viel brauchen wir ja eigentlich nicht. So. Kann wieder weg. Gut. Den wieder drauf machen. So. Ja, warum MIPA? Wie schon gesagt, ich war auf der Suche nach recht günstige Zwei-Komponenten-Lösungen und wollte einfach das Motorrad mal mehr oder weniger professionell lackieren, weil der Lack halt auch extrem hart ist und viel widerstandsfähiger ist als mit einer Spraydosenlackierung, was natürlich nichts gegen eine Spraydosenlackierung spricht, aber jeder, der einen Kompressor und eine Spritzpistole zu Hause hat, sollte das einfach mal ausprobieren, weil das ganze Zeug kostet auch nicht viel. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel momentan für die Verdünnung, das sind 250 Milliliter mit Versand, alles drum und dran, ich glaube 10 oder 11 Euro bezahlt. Und mein Motorrad, das teuerste, war eigentlich wirklich nur die schwarze Farbe, beziehungsweise ja die Oldtimer Farbe in schwarz. Ansonsten hat mich die Lackierung 80, vielleicht 100 Euro mit allem gekostet, mit wirklich Verdünnung, zwei Komponenten Lack. Ja, zwei Komponenten ist ja sowieso alles mit Härte, mit Klarlack. Und das Gute ist, bei den Artikeln steht auch bei, selbst wenn man Laie ist, sage ich jetzt mal, steht auch wirklich bei, welcher Klarlack zum Beispiel mit welcher Verdünnung verdünnt werden kann. Und somit kann man sich dann die einzelnen Sachen halt raussuchen und kann auch gucken, okay, wenn ich noch andere Sachen brauche, wie zum Beispiel zwei Komponenten Verdünnung zum Beispiel, welche Verdünnung passt zu meinem Klarlack, den ich mir ausgesucht habe. Also es wird einem auch relativ einfach gemacht. Und wie gesagt, das Ergebnis, ihr könnt es ja mal in meinem MZ-Video mal anschauen. Da hatte ich den ganzen Rahmen schwarz lackiert, beziehungsweise nicht hochglänzend, sondern seidenmatt. Das ist eine Mischung aus mattem Klarlack und hochglänzendem Klarlack. Und ja, also ich finde es wirklich super. Beziehungsweise es war halt wirklich einfach. Ich habe den ganzen Rahmen an einem Wochenende mal. Also Freitag hatte ich alles entlackt, Samstag hatte ich alles lackiert und habe es dann bis Sonntag hängen lassen, konnte es abnehmen und war dann die Woche wieder Arbeit und habe es am nächsten Wochenende dann montiert und alles war komplett durchgetrocknet, also super. Und ja, wie viel Härter kommt jetzt zum Beispiel rein? Ich weiß es nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Wenn ich mich nicht irre, waren das glaube ich 8 oder 10%, aber das kann man auf jeden Fall auch im Internet nachlesen, beziehungsweise jetzt muss ich selber mal gucken. Das Zeug habe ich von Lackprofi24. Ich verlinke es euch unten mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr ja, wenn ihr Lust habt, selber mal nachschauen. Und da steht dann auch drin,
mit welchen, wenn man jetzt eine große Spritzpistole hat, mit welchen Düsen man Grundierung lackieren sollte und so. Also wenn ihr euch für das Thema ein bisschen interessiert und ihr öfters Restaurationen oder Lackierungen machen wollt, müsst ihr halt einfach mal gucken, ob das unterm Strich für euch nicht einfach mal günstiger wird oder für euch einfach besser ist. So. Jetzt fangen wir an. Jetzt machen wir uns hier einen ganz, ganz kleinen Schluck Verdünnung rein. Jetzt fängt das Bild schon wieder an zu spinnen. So. Beziehungsweise härter natürlich, keine Verdünnung. Rühren wir die Geschichte um. So. Dann füllen wir uns das hier ein. Deckel drauf. Und dann legen wir jetzt los. Jetzt einfach mal ganz fein an und ihr seht, wie fein die Farbe da rauskommt, wenn man das ganz vorsichtig macht. Wenn man natürlich, ja, muss man viel da, man braucht halt ein bisschen Gefühl im Zeigefinger, aber man kann das wirklich ganz easy, ganz vorsichtig grundieren. Beziehungsweise habe ich natürlich vergessen, die andere Seite abzukleben vor lauter Quatscherei. Scheiße! Leck mir was! Ah, wo habe ich jetzt mein Teil? Ja. Mir extra noch so eine Klebepads vorbereitet, dass wir die Messinghülse denn so lassen. Na komm schon. So, kleben wir uns das schnell noch mal ab. Also die Grundierung, die zieht sogar schon an jetzt. Also war vielleicht ein Tick zu viel, da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. So, jetzt können wir weitermachen. Und der Abstand von dem Lackieren ist, ja, müsst ihr euch selber mal gucken. Also bei einer großen auch ungefähr 30 cm, so wie bei einer Spraydosenlackierung. Und bei der Airbrush, wie gesagt, das sind dann ungefähr so, was habe ich jetzt, 10, 20 Zentimeter, je nachdem. So. Das mal hier rauf. Und jetzt, bevor es antrocknet, machen wir die natürlich erstmal gleich sauber. So. Also man sieht, man braucht auch enorm wenig von der Farbe, gerade wenn man dann irgendwie mal so Reparaturarbeiten hat oder so, ist es nicht schlecht.
Und ja, es ist einfach eine Übungssache. Also, wo ich angefangen habe, das erste Mal mit dem Teil zu lackieren, beziehungsweise wo ich das Ding dann das erste Mal hatte, ich habe mir da einfach Wasser reingemacht, ein Stück Pappe und habe dann einfach ausprobiert und habe dann ja damit mit Wasser einfach geübt, weil an der Pappe sieht man ja denn, weil die Pappe nimmt es ja sofort auf, sieht man ja denn sofort sein Sprühbild sozusagen. Und ja, so kann man im Prinzip eigentlich trocken das Airbrush üben. So, jetzt spielen wir die ganze Geschichte aus. Und das ist das, was ich hier gesagt habe. Das ganze Ausspielen und so mit den ganzen, mit der Verdünnung und so. Am besten dann draußen irgendwo vor der Tür machen. Weil es schon ziemlich stinkt. So, und jetzt einfach leer pumpen. Auskippen. Gut. Ich meine, ich weiß jetzt ungefähr, wie die Trocknungszeiten sind. Wenn ihr damit denn anfangt, oder wenn ihr anfangen solltet, euch mal euch mit zwei Komponenten Farbe zu beschäftigen, beziehungsweise solltet ihr damit dann mal lackieren, nehmt euch am besten ein Blech, ein altes Blech. Und wenn ihr eure Teile fertig habt, einfach das Blech auch noch mal kurz ansprühen. Dann könnt ihr nämlich an dem Blech mit dem Finger testen, wann eure Grundierung, wann euer Decklack, wann euer Klarlack denn wirklich trocken ist. Weil es hat auch mit der Ablüftzeit zu tun. Also je nachdem, wie viel härter ihr da reinhaut, je nachdem, wie warm das ist und wie die Luftfeuchtigkeit ist, das spielt alles mehr oder weniger normalerweise eine Rolle. Aber für uns im Hobbybereich nicht so. Und ja, es ist dann einfach einfacher zu kontrollieren, wann ist meine Farbe trocken und wann nicht. Und wenn der Finger denn an dem Blech, wo eure Testfarbe drauf ist, nicht mehr klebt, einfach wieder denn den nächsten Arbeitskrank drüber duschen und gut ist. So habe ich es jedenfalls gemacht. Ich meine, wie gesagt, ich bin kein Profilackierer, aber das Ergebnis war trotzdem wirklich super und ja, ich war zufrieden damit. So, jetzt zu der Farbkonsistenz. Also so ungefähr sollte die sein, wobei die noch wirklich relativ dickflüssig ist. Man sieht es hier, also für eine normale Lackierung und für eine Airbrush-Lackierung ist die noch ein Ticken zu dick. Wir machen jetzt hier auch erstmal härter wieder rein, weil der Härter verdünnt ja die ganze Geschichte auch noch ein bisschen. So, kleinen Schluck härter. Und ja, so ungefähr, nicht ganz so wie Wasser, aber so ungefähr mische ich mir das immer an. Und die Farbe ist einfach geil. Und ja, so reicht es dann eigentlich auch. Also, ich habe mir das, wie gesagt, immer so angemischt und das war okay. Gut. Denn rein damit. Ich muss ja hier drauf. So. Jetzt hole ich mir noch ein Stück Pappe. So, jetzt hoffe ich, dass man es das sehen kann. Jetzt kommt ganz, ganz wenig, kommt raus. Und umso mehr ich den nach hinten ziehe, und umso mehr Farbe kommt dann raus. Umso dünner die Farbe, umso besser ist es natürlich, aber irgendwann ist sie dann, wenn er die zu sehr verdünnt, auch so dünn,
ja, dass sie halt nicht mehr richtig deckt. So, machen wir weiter. So, und schon ist der Decklack drauf. So, selbes Spiel, Pistole wieder sauber machen. Eigentlich so schade um die ganze Farbe. Aber da er jetzt schon härter drin ist, auf keinen Fall wieder zurückkippen in die normale Dose, weil sonst ist alles hart. Und dann könnt ihr unter Umständen den Bottich Farbe, den ihr da habt, wegwerfen. So. Wo ist die Verdünnung? Hier ist die Verdünnung. So, Pistole sauber. Gut. Ja. Also zieht schon langsam an. Und klebt nur noch ein ganz kleines bisschen, aber ich würde sagen, das ist gut so. Da hauen wir jetzt einfach den Klarlack drauf. Und dann sind wir fertig. Weil der Klarlack so dick ist, da kann es sein, dass man den zusätzlich noch mal ein bisschen verdünnen muss. Was habe ich hier? Suppi. Jetzt habe ich hier mit meinem weißen Grundierspatel natürlich jetzt meinen Klarlack versauert. Aber okay, nehmen wir neu. So. Klarlack. Ja, da. Ist ja wie im Kochstudio hier. Neuer Spatel.
Also ihr seht, obwohl ich fast 50% härter drin habe, ist es relativ dick noch. Ich bin die Kamera schon wieder. So. Also werden wir jetzt trotzdem noch einen Schluck Verdünnung reinmachen. Schon wieder ein 30 Minuten Video, so lange wollte ich eigentlich gar nicht filmen. Gut. Ist auch hier rein. So. Testen. Okay, machen wir den Klarlack drauf und dann sind wir fertig. So, und das war es jetzt schon. Gut, auf der Kamera kommt es jetzt nicht so rüber, aber ihr seht, wie das Ding glänzt. Und das Gute ist, das bleibt jetzt so. Der Glanzgrad verändert sich nicht. Das bleibt jetzt genauso. Und ja, das lege ich jetzt zum Trocknen hier hin. Und mache dann meine Pistole noch sauber, und um euch zu zeigen, wie gut sowas aussehen kann, ich habe meine ganzen Armaturen mit der Airbrush Pistole mal lackiert gehabt, und so sieht die ganze Geschichte aus. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein Bike-Porn machen, dann sieht man das alles viel, viel besser. Und ansonsten, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es war was für euch. Die eine oder andere Anregung konnte ich vielleicht mitgeben. Also, wenn ihr mal was lackieren wollt, probiert es auf jeden Fall mal aus. Und ja, super Geschichte. Wie gesagt, ruckzuck trocken. Und man spart sich jede Menge an Zeit. Und ja, also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.